euch nur empfehlen. Und last but not least, ich habe heute eine vierte Antwort auf eine von fünf meiner Presseanfragen vom Sonntag bekommen. Heute ist also, wie ihr sehen könnt, Dienstag, der 11. August. Und gestern habe ich schon drei Antworten bekommen. Ich lese euch vor, was ich gefragt habe und was die Antwort war. Bitte teilen Sie mir die jeweils kürzeste und längste Aufenthaltsdauer der Patienten im Krankenhaus mit. Wie hoch war die durchschnittliche Aufenthaltsdauer dieser insgesamt 77 Patienten, die seit 7. März in Dresden in Krankenhäusern lagen, vermeintlich wegen Covid-19? Antwort: Darüber liegen dem Gesundheitsamt keine Meldungen vor. Der Darstellung im Dashboard liegt die Annahme zugrunde, dass die Genesung 30 Tage nach Meldedatum bei Fällen mit Hospitalisierung eingetreten ist. Ja, danke schön, so schlau bin ich auch. Die Stadt hat keine Meldungen darüber. Ich weiß nicht, wie viele Krankenhäuser es in Dresden gibt, die überhaupt Covid-Patienten aufgenommen haben. Die Zahl dürfte bei fünf oder weniger liegen. Das Gesundheitsamt ist nicht in der Lage zu erfragen, wie lange die Covid-19-Patienten im Krankenhaus lagen. Sie nehmen einfach 30 Tage Genesungsdauer an, statt die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus zu erfragen. Dankeschön. Zweitens, wie viele der Patienten mussten bis heute intensiv medizinisch betreut werden? 12 der im Krankenhaus behandelten Patienten bedurften einer intensivmedizinischen Betreuung. 12 von 77 intensivmedizinisch. 12 von 641 überhaupt positiv getesteten. Dritte Frage. Wie viele, in Klammern davon, wurden künstlich beatmet? In wie vielen Fällen verstarben die Patienten trotz einer künstlichen Beatmung? Diese Informationen werden nicht an das Gesundheitsamt gemeldet. Wahnsinn! Das Gesundheitsamt kann auch nicht fragen, weil es keine explizite Erlaubnis dafür bekommen hat von Mutti Merkel und ihrem Bübchen Jens Spahn. Dankeschön. Viertens, wie viele der 10 in Klammern vermutlich an Covid-19 Verstorbenen verstarben im Krankenhaus? Wie viele außerhalb eines Krankenhauses? 9 Menschen verstarben im Krankenhaus, einer im Pflegeheim. Fünftens, wie viele Obduktionen wurden bis zum heutigen Tag im Zusammenhang mit einer Erkrankung mit Covid-19 durchgeführt? Wie viele davon erfolgten auf Anordnung des Gesundheitsamtes? Gesamtzahl ist nicht bekannt. Die Kliniken melden dem Gesundheitsamt keine Obduktionszahlen. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden 2 Obduktionen durchgeführt. Also für 2 von 10 Todesfällen kann das Gesundheitsamt zumindest laut Obduktion sagen, nö, das steht hier auch nicht, ob bei den Obduktionen noch wirklich rausgekommen ist, dass es Covid-19 war oder ob es eine Vorerkrankung war, steht hier auch nicht drin. Was soll ich dazu sagen? Es ist Wahnsinn, wie blind und unwissend das Dresdner Gesundheitsamt durch die Welt steuert. Sie wollen es gar nicht wissen. Sie verlassen sich offensichtlich auf Zahlen von oben und schalten ihren Kopf selber nicht an. Ich finde das erbärmlich und es macht mich zornig im Sinne von oder im Sinne eines gerechten Zorns, im Gegensatz zu einer spontanen Wut. Ich verabschiede mich zornig von euch. Pfiat's euch.